Maria Magdalena, Channeling von Dön Laporte, Kommentar zu Lektion 152. Die Macht der Entscheidung ist mein. Ich grüße euch, Geliebte. Und die Entscheidung, die Wahl, die Macht, die ihr habt, Geliebte, lebt und existiert im Geist. Ihr habt das jeden Moment, Geliebte, in jeder Situation. Die Wahl, in welche Richtung ihr eurem Leben erlaubt zu fließen. Wenn du die Liebe annimmst, wenn du sagst, Liebe ist mein mich leitendes Prinzip, dann befreist du dich selbst von den Entscheidungen, die du getroffen hast, die weniger als liebevoll waren und die irgendetwas anderes als Liebe waren. Und du entlässt Traurigkeit, du entlässt Bedauern, du entlässt Scham, und du entlässt alle Umstände, alle Situationen, die du in deinem Leben konstruiert hast, die irgendetwas anderes als Liebe waren. Und in diesem Moment, Geliebte, wenn ihr als erstes Liebe wählt, wenn ihr sagt, Liebe ist mein führendes Prinzip, oder wenn ihr sagt, ich will alles durch die Augen der Liebe sehen, wenn ihr sagt, ich bin, wie Gott mich schuf, unabhängig von all der Evidenz, die du angesammelt hast, die das Gegenteil besagt. Und wenn du die Wahl für die Liebe triffst und diese Entscheidung wird von dir getroffen, dann ist das Einzige, was geschehen kann, dass ihr die Erfahrung davon habt, von der Liebe, der ihr seid, die ihr seid. Und das ist euer freier Wille, der euch die Option gegeben hat, Liebe zu wählen. In jeder einzelnen Situation. Also wenn du zurückgehst zu den Myriaden von Gedanken in deinem Geist und sagst, diese Person hat mich verletzt, ich war gemein zu dieser Person, diese Situation war brutal, diese Situation war angsterfüllt, diese Situation ist schmerzvoll, dann versteht das, in diesem Moment habt ihr gewählt, anders als durch die Augen der Liebe zu schauen. Und durch das Herz der Liebe und durch den Geist der Liebe und den Willen der Liebe. Jedoch, wenn ihr rufen könnt, Heiliger Geist, mein großer Tröster, hilf mir, das anders zu sehen. Ich habe mich in meinem Denken geirrt. Ich habe mir erlaubt, Schmerz zu sehen anstatt Liebe. Komm und sei mit mir. Komm und enthülle dich mir. Dann triffst du eine Entscheidung für das, was du wirklich bist. Du triffst die Entscheidung, mit Gott ausgerichtet zu sein. Denn du und Gott sind eins. Du bist, wie Gott dich schuf. Und Gott hat ein Wunder erschaffen und nur ein Wunder. Und das ist das Christuswesen. Das ist das Sein, das du bist. Also Geliebte, erlaubt euch, zu dieser Erinnerung zu kommen, zu dieser Erkenntnis. Erlaubt euch wirklich zu wissen, wo Gott wohnt, wo Gott ist, da bist du. Gott lebt in dir und als du und durch dich. Das ist die Wahrheit. Wenn du bewusst wählst, in diesem Geisteszustand, in diesem Mindset zu leben, in dieser Lebenseinstellung, dann ist das eine Erfahrung, wo alles im Universum sich einreiht. Wenn du dich dazu verpflichtest, wirklich zu verstehen und zu leben und die Macht deiner Entscheidung ist für dich, den Weg zu wählen, den Weg der Liebe, den Weg der Meisterschaft und Wunder geschehen und Dinge, die du gefürchtet hast und Dinge, die dir Herzschmerzen bereitet haben und die dein Herz gebrochen haben, fallen von dir ab, weil du wirklich dort wohnst und existiert, wo Gott wohnt. Gott lebt in dir und du findest den Ort, wo Gott lebt und du sagst, oh, wie konnte ich diese Tür verpassen? Und du hast den Schlüssel in deiner Hand und du sagst, wie konnte ich vergessen, dass ich derjenige war, der sie zugeschlossen hat? Und sie genauso gut aufschließen kann. Und ihr erkennt, dass euer Leben eine lebendige Verkörperung des Christus ist.
Erlösung kommt zu dir in der Form von Wahrheit. Alles, was du jemals gewünscht hast, alles, was du wolltest, wurde dir gegeben. Denn die Liebe enthält nichts vor. Die Liebe gibt allen Wesen. Du bist die Verkörperung des Christus. Du bist die Liebe, die Gott ist. Die Freundlichkeit, die Süße, die Sanftheit. Drücke deine Liebe für alle Wesen aus und wisse, dass Gott dich liebt. Alles ist nach deinen Gunsten orchestriert. Alles wurde für dich getan. Es gibt dieses Sprichwort, das Leben geschieht dir nicht. Das Leben geschieht für dich. Und dann kommst du zu dem Erinnern und du siehst die Wahrheit, dass Gott alles orchestriert hat, damit du dich erinnern kannst und dass du nach Hause kommen kannst. Das alles wurde dir gegeben vom Herzen und Geist Gottes. Und du teilst diesen Geist und du hast die Macht der Wahl. Du hast die Entscheidung in dir selbst und die Fähigkeit, dich für Gott zu entscheiden und dich für die Liebe zu entscheiden, Liebe zu wählen und zu wählen, das loszulassen, was dir Schmerz verursacht und glücklich sein zu wählen, Geliebter. Das ist die Gabe, die Gott allen gegeben hat, der Segen der Liebe und der Freiheit. Die Welt um dich herum ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk. Also Geliebter, erlaubt euch wirklich dieses Geschenk anzunehmen, das Gott euch gegeben hat. Dieses Geschenk der Wahl, zu wählen, wie Gott wählen würde und zu lieben, wie Gott liebt. Aus euren Herzen und eurem Geist mit Anmut. Und wisst, dass in jedem einzelnen Moment in eurem Sein ihr von der Kraft der Liebe geführt werdet, die Liebe, die so tiefgründig ist und so großartig. Ihr werdet wirklich von dieser Welle mitgerissen, von dieser Flut, und tatsächlich seid ihr die Flut der Liebe. Also Geliebter, erlaubt euch heute zu wissen und zu verstehen, dass nur Liebe wirklich ist. Und ihr seid diese Liebe, und das ist die Realität und die Wahrheit von euch. Die Entscheidung, die Wahl, die ihr für die Liebe trefft, das ist wirklich die Wahrheit über euch. Also trefft diese Wahl heute, Geliebte, mit Leichtigkeit, mit Anmut. Wisst, dass ihr gesegnet seid, wisst, dass ihr geliebt seid und wisst, dass Gott ist, wo ihr seid und was ihr seid. Und das ist die Wahrheit. Unser Segen ist für euch, Geliebte, und wir werden wieder mit euch sprechen.